Hallo, Fabian von Crypto Circle hier und willkommen beim zweiten ICO Sunday. Heute soll es um Ether Party, Crypto 20 oder Crypto 20 und Refund gehen. Aus dem 2-Wochen-Rhythmus ist dann ja doch nichts geworden. Sorry dafür. Das lag aber einfach daran, dass es jetzt kein ICO in den letzten Wochen gab, für das ich mich zerrissen hätte, ja, wo ich unbedingt rein wollte. Deshalb wollte ich euch dann ein Video irgendwie mit halbgaren Sachen ersparen. Jetzt sind aber in den vergangenen Tagen Abonnenten meines Kanals an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich nicht mal kurz einen Blick auf ICOs werfen kann, die sie sehr interessant finden. Und das möchte ich jetzt an der Stelle mal machen. Beginnen wir doch mit Refind. Das ist streng genommen keine ICO, sondern hier werden schlicht und einfach 1 Milliarde dieser Tokens zu Beginn verschenkt. Man kann die sich quasi einfach auf der Webseite abholen, wie du hier siehst, sich auf die Warteliste eintragen zu lassen. Dafür gibt es keinen Grund. Du hast hier unten in der Beschreibung einen Link von mir, mit dem kannst du dich sofort anmelden und bekommst dafür eben 20 dieser Refine-Tokens auch gratis. Wenn du dich über die Warteliste anmeldest, musst du warten und bekommst nur einen. Das ist also ein guter Deal. Was ist Refind nun überhaupt? Lohnt es sich überhaupt, diese 20 Gratis-Tokens mitzunehmen? Refind will ein Problem lösen, das, denke ich, für alle, die sich im Internet bewegen, sehr relevant ist und immer relevanter wird, nämlich, wie finde ich guten Content? Es ist jetzt so, ich sag mal, ich zum Beispiel als FAZ-Leser, klar, ich gehe immer zur FAZ, weil ich weiß, da finde ich guten Content, aber wie finde ich zum Beispiel guten neuen Content? Jetzt kann man sich auf seinen Facebook-Newsfeed verlassen oder bei LinkedIn oder diesen anderen Social-Media-Seiten. Und wer das schon mal gemacht hat, der findet da eigentlich nur Werbung und Sachen, die einen nicht interessieren. Und das ist so ein Problem, das Refind lösen will. Diese Webseite will also für jeden individuell einen Newsfeed berechnen, nachdem man Interessen angegeben hat. Und dann auch aktiv das Verhalten auswerten. Die Idee ist natürlich auch nicht ganz neu. Wir haben Nachrichten-Apps, die das machen. Ich persönlich hatte jetzt für mich noch nichts gefunden, das mich vollkommen überzeugt und das ich wirklich im Alltag benutze für diesen Zweck. Ob es Refind sein wird, weiß ich nicht. Ich denke aber, es ist auf jeden Fall großer Bedarf da. Denn du bist hier auf YouTube, also es wird immer mehr Content auf immer mehr verschiedenen Kanälen produziert und das Ganze für einen zu filtern und auch dafür zu sorgen, dass man sich aus, ja, ich sag mal, bisher existierenden Blasen, in denen man sein Content bezieht, rausbewegen kann und dort auch qualitativ hochwertigen Content findet, sei es Artikel, sei es Videos, das ist eine große Aufgabe. Denn bisher, jetzt hier zum Beispiel YouTube oder Facebook, da geht es einfach nur darum, ob das Ding neu ist, ja, und wie viele Leute es schon angeklickt haben, dann kommt man automatisch hoch. Qualität spielt da eigentlich eine sehr geringe Rolle, außer dass vielleicht die ersten 100.000 Aufrufe so eines Videos aufgrund der Qualität zustande kamen, aber der Rest ist eigentlich nur noch ein Netzwerkeffekt. Ein Refind, das vermeiden kann, wäre das natürlich super. Ob sie es schaffen, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ein Projekt, das man sich im Auge behalten kann und eben 20 Tokens damit nehmen. Warum nicht? Kommen wir zu Crypto 20 oder Crypto 20. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Im Prinzip ist es der Versuch, einen Indexfonds auf der Blockchain darzustellen und eben einen Token herauszugeben, der Anteil an diesem Fonds repräsentiert. Das Ganze ist nicht neu. Wir hatten bisher schon sehr viele solcher Fonds. Wir hatten aktiv gemanagte, ja, wir hatten passiv gemanagte. Und dieser hier ist eben nun ein sich selbst anpassender Smart Contract. Was macht Crypto 20? Nun ja, es bildet einfach die Top 20 nach Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ab. Sagt mehrmals auf der Webseite, dass es hier um Kryptowährungen geht. Ich vermute also, dass dieser Fonds keine Tokens halten wird. Wir haben also keine ERC-20 Tokens hier drin und damit eine Überrepräsentation von Ethereum.
wie funktioniert das Ganze oder soll das Ganze funktionieren? Der Fonds ist gewichtet nach Marktkapitalisierung. Das würde also aktuell dazu führen, naja, macht die Top 20, aber dass das locker 50% Bitcoin wären, ja? Weil Bitcoin deutlich über 40% der Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts ausmacht. Das will man natürlich nicht. Man will hier ein diversifiziertes Portfolio haben. Das heißt, es wird hier limitiert auf maximal 10% des Anteils an diesem, ja, es ist im Prinzip ein ETF, ja, wie wir es von Aktienmärkten kennen, maximal 10% hier des Vermögens werden in Bitcoin gehalten. Dieses Limit wird sicher auch Ethereum erreichen, also man kann davon ausgehen, bei diesem Fonds wird auf absehbare Zeit 10% in Bitcoin stecken, 10% in Ethereum und wahrscheinlich auch aktuell dann doch sehr viel auch in Bitcoin Cash und Ripple. An sich sind diese Fonds eine sehr gute Idee. Die ETFs an Aktienmärkten, die kennen wir ja gut. Also passiv gemanagte Fonds erzielen im Schnitt genauso gute oder sogar bessere Renditen wie aktiv gemanagte. Das liegt einfach daran, dass die passiv gemanagten Fonds von den Gebühren her viel billiger sind und das mehr an Gebühren, das ich brauche, damit sich eben ein Händler um meinen Fonds kümmert, diese vielleicht minimal bessere Performance gleicht sich meistens aus. Das heißt, das Modell, wie es hier so ist, ist gut. Wie hoch sind die Gebühren? 0,5%, das halte ich für sehr fair. Also jetzt bei ETFs, da haben wir das auch, also 1,5%. Bei aktiv gemanagten Fonds, die eben meiner Meinung nach nicht so gut sind, sind das bei Aktien bis zu 3%. Man bewegt sich hier also wirklich in einem fairen Rahmen, würde ich sagen. Die Beispieldaten gegenüber dem allgemeinen Marktdurchschnitt, hat man hier mal die Performance dieses Fonds, hätte er eben existiert, über die letzten Jahre aufgezeigt. Also es schlägt den Marktdurchschnitt deutlich, dieser Fonds. Und der ICO beginnt am 16. Oktober. Das ist also quasi jetzt gleich zum Zeitpunkt dieses Videos. Ich denke, er ist sehr interessant. Auf jeden Fall einen Blick wert. White Paper sieht solide aus, Webseite auch, Team auch. Man muss jedoch immer im Auge behalten, ICOs sind immer ein Hochrisikogeschäft. Ja, hier solltest du wirklich nur dein sozusagen Casino-Geld verwenden, auch bei diesem ICO. Der Punkt ist übrigens noch, hier werden keine Tokens mehr dazukommen. Also das ist quasi ein geschlossener Fonds. Ja, man kauft sich jetzt rein und dann ist die Sache durch. Also es ist wirklich ein Jetzt oder Nie. Muss man sich überlegen, will ich sowas machen? Das Ganze hier entspricht natürlich einer sehr, sehr langfristigen Anlagestrategie, so ein Fonds. Das ist aber sowieso, was ich immer empfehle. Und hier kann man halt sehr schön auch kleinere Geldmengen eben über die Top 20 der Kryptowelt streuen. Also wie du sicher siehst, bin ich von der Idee und hier auch von der Umsetzung sehr begeistert. Das eine große Problem, das ich sehe, ist, wenn ich hier so einen Indexfonds aufsetze, als irgendwer, sprich nicht Bank, nicht Versicherung, nicht irgend sowas, kein Vermögensverwalter. Wie stelle ich sicher, dass nicht der Regulator kommt und mir diesen Fonds einfach schließt? Und hier hat Crypto20 bei seinem ICO sicher Vorkehrungen getroffen. Also es ist einer der ICOs, wo man am meisten oder am gründlichsten seine Identität nachweisen muss, um hier bei dem ICO mitmachen zu können. Das ist ähnlich schon wie bei einem Exchange die Anmeldung. Und da manche Exchanges rechtlich wasserdicht sind und Lizenzen haben mittlerweile, ist es durchaus möglich, dass hier eben Crypto20 alle Anforderungen erfüllt. Da ich hier aber übrigens schon keine Finanzberatung mache und das hier alles meine persönliche Meinung ist, möchte ich erst recht hier keine Rechtsberatung machen, denn davon habe ich dann nun wirklich keine Ahnung mehr. Deswegen überleg dir gut, wenn du investieren willst, recherchiere auch nochmal selbst, wie rechtlich sicher ist das. Nicht, dass mir hier dieser Fonds eben in einem Jahr, in zwei Jahren, wie lange auch immer es dauert, zugemacht wird. Zuletzt möchte ich noch über den Ether Party ICO reden. Das ist ein klassischer ICO und Stand, wo ich dieses Video aufnehme, läuft dann noch etwas mehr als 2 Wochen. Das ist also mehr als genug Zeit, um einzusteigen. Was ist Ether Party? Ether Party soll eine Smart Contract Plattform werden. Hier soll es besonders einfach sein, Smart Contracts zu erstellen. Das ist im Moment noch ein valider Kritikpunkt. Ethereum Smart Contracts, die geht es hier,
sind auch aufgrund der Programmiersprache, Solidity und sagen wir mal mangelnder Ausgestaltung mit nutzungsfertigen Funktionen programmiertechnisch noch etwas schwer. Dadurch kann auch im Moment vermutlich noch nicht das ganze Potenzial abgerufen werden, ja, die ganze Kreativität entfaltet werden. Also wenn wir so offene Plattformen anschauen, wie Ethereum ja ist, ja, also jetzt sowas wie der Google App Store, der Apple App Store, die leben auch sehr davon, dass es eben sehr, sehr gute, einsteigerfreundliche, auch wirklich Developer-Tools gibt. Ja, dass hier schon Jugendliche, die gerade mit dem Programmieren anfangen, eben tolle Apps erstellen können. Und wir bräuchten eben auch einen sehr einfachen Einstieg in Smart Contracts, damit man vielleicht irgendwann dahin kommt, dass jeder, der eine tolle Idee hat, auch einen Smart Contract dazu programmieren kann. Diese Grundidee ist durchaus positiv, was ich natürlich bei ICOs, gerade bei klassischen, dann immer mache. Wenn es sich um ERC-20 Token handelt, ist meine Frage immer, warum soll der Token überhaupt was wert sein? Und wenn wir uns das im White Paper von Etherparty angucken, die Antwort dafür ist, außer zur Nutzung auf der Plattform hat dieser Token keinen Wert. Das muss man ganz klar so sagen. Dieser Token verknappt sich nicht, der kann nicht irgendwie zerstört werden. Er ist natürlich frei handelbar, wie alle ERC-20 Tokens, aber er ist rein auf dieser Plattform nutzbar. Und das ist schon mal was, das ich nicht gerne sehe. Wenn wir uns dann auch anschauen, dass es durchaus Konkurrenz gibt, wie eben zum Beispiel Stratis, die vermutlich schon viel weiter ist als Smart Contract Plattform und auch sehr hoch bewertet ist, und mir jetzt die Struktur des ICO angucke und ich sehe, dass 40% der Coins, wir reden hier über 1 Milliarde Coins, also 400 Millionen Coins in einem Pre-ICO an Investoren, die mindestens 50.000 Dollar investiert haben, verramscht wurden. Den Preis kennt man nicht, aber normalerweise sind die Rabatte riesengroß. Also meistens handelt es sich um mindestens mal eine Dezimalstelle. Wenn das Ganze billiger ist als jetzt im ICO, dann ist davon auszugehen, dass hier eine Gruppe von Leuten, eine Gruppe von großen Investoren, sehr billig diese Anteile erworben hat. Sie haben sehr viele Anteile erworben, werden die vermutlich direkt, wenn der Coin handelbar ist, dumpen. Und dann wird der Kurs hier dramatisch einbrechen, weil das eben 40% des Gesamtangebotes sind. Man wird seine im ICO erworbenen Coins deshalb, denke ich, auf keinen Fall mit Gewinn loskriegen, weil das ist nur weitere 40%, die eben im regulären ICO verkauft werden. Und deshalb muss ich sagen, gefällt mir das von der Struktur her nicht so. Ich habe mir auch von den beiden Top-Leuten, also es ist nur bei 4 Leuten vom Team, ein LinkedIn-Profil angegeben. Ich habe mir von den beiden Gründer-CEO-Leuten das angeschaut. Die LinkedIn-Profile überzeugen mich auch nicht. Also diese Leute haben keine Erfahrung in der Führung von Unternehmen, so leid es mir tut, zumindest nach den Stationen, die da sind. Und wir hatten auch schon oft geschönte Profile bei LinkedIn. Das haben wir in dem Fall, denke ich, nicht. Das sind seriöse Profile, aber ich sag mal, als große Gründer und Unternehmer hervorgetan haben sich diese Leute auch noch nicht. Aus diesen Gründen eben, dass es in dem Bereich durchaus Konkurrenz gibt, dann, ich habe noch nicht gesagt, aber auch bei Ethereum selbst, die Ethereum Foundation hat erkannt, dass das mit den Smart Contracts zu kompliziert ist. Wir haben ja jetzt schon eben in Metropolis erste Vereinfachung drin. Und ich gehe davon aus, dass es eben auch in Zukunft noch weitere geben wird. Dann eben der hohe Anteil Pre-ICO, was immer sehr intransparent ist, was mir dann überhaupt nicht gefällt. Und eben auch die Frage, ist das Team wirklich stark genug? Ich sehe da auch sehr wenige Tech-Leute, ich sehe viele Advisor ja an der Teamliste. Also hier ist ein Punkt, da ICOs immer risikoreich sind. Ich würde empfehlen, nicht in ein ICO zu investieren. Ich bin mir sicher, dass man den Coin später auf den üblichen Plattformen, Exchanges, Bittrex und so weiter, ganz klar sehr früh auf Ether Delta, günstiger bekommen wird als jetzt zum ICO-Preis. Zumindest vorübergehend. Und dort trägt man dann ein gewisses Risiko nicht mehr, wenn der erstmal da ist und der ICO rum ist, dass der ICO an sich ein Scam ist, wobei ich das hier nicht unterstellen möchte, aber es ist ja mal ein Restrisiko. Also ich halte hier für die sicherere Variante, erst nach dem ICO einzusteigen. Wie immer hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so war, like es doch auch bitte hier unten, abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast und teile das Video auch mit Freunden und Bekannten, die sich für Kryptowährungen interessieren. Auch hier nochmal, da es neu ist, der Hinweis auf Patreon. Den Link findest du in der Beschreibung ganz oben oder hier neben mir.
Dort kannst du den Channel super unterstützen. Alles weitere, wie und warum, erfährst du in einem Erklärvideo, wenn du dem Link folgst. Bis zum nächsten Mal.